Rapper Mittwoch Battle Mania Vorrunde mit Beat 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Wo ist die größte Cypher Österreichs? Und wer hat die geilste Crowd in Österreich? Ladies and Gentlemen, wir sind hier in Wien und wir haben eine Battle Mania abgebockt, den Shit zu sehen, Alter! MCs wollen sich battlen. Dazu gibt es natürlich dann am Ende für den Gewinner 200 Euro Cash und einen Gutschein von Dangerous. Aber wir haben natürlich auch ein fähiges Gremium, das dieses Battle bewertet, sofern es nötig ist, sogar ein Veto einlegt. Die sind schon instruiert. Unser heutiges Gremium, machen wir Lärm für Alex von Dreistil, Mighty P und Mach One. So, dann kommen wir zu den MCs. Ich werde euch jetzt erstmal nacheinander aufrufen und hier in unsere Box stecken. Ihr müsst, die Kamera kommt zu euch, ihr könnt ja dann winken und ihr könnt natürlich ein bisschen Crowd-Reaction von euch geben. Ladies and Gentlemen, heute im Battle hier mit dabei, hat sich auf jeden Fall heute durchgesetzt. Machen wir mal für Serious! Battle-Mania. Heute im Battle mit dabei, hat sich auch gerade durchgesetzt. Macht mal Lärm für Fresh Tony! Rap oder stirb. Heute im Battle mit dabei, hat sich auch eben durchgesetzt, mach mal Lärm für Camus. Battle Mania. Und heute im Battle mit dabei, hat sich auch durchgesetzt, mach mal Lärm für TK. Rap oder stirb. Heute auch im Battle mit dabei, hat sich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall durchgesetzt, mach mal Lärm für El Pone. Battle Mania. Heute im Battle mit dabei, hat sich auch durchgesetzt. Bitte begrüßt die Mama Lärm für Schema. Rap oder stirb. Und heute im Battle mit dabei, ich war mir bei seinem Namen erstmal nicht sicher. Mama Lärm für nicht sicher. Battle Mania. So, und heute ein Spezialgast, der hat sich gestern durchgesetzt bei Dreistil. Ist ein großartiger MC auf jeden Fall. Begrüßt die Mama Lärm für Toast for rap, me. In die erste Reihe, direkt mal zu dir. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ziehst du bitte eine Karte raus, links und eine rechts, also zwei Karten hier und da. So, kannst du ruhig aufmachen. Ladies and Gentlemen, mach ruhig die zweite auf. Heute in das erste Battle begrüßt Camus gegen Elbo. So, Camus, du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ficker. Rapper Mittwoch Battle Mania Vorrunde. Camus soll anfangen, kommt mal hier ein bisschen näher so in die Danger Zone. Ich erkläre das mal ganz kurz. In der ersten Runde in der Battle Mania, für die Leute, die es noch nicht wissen, in der Vorrunde sind es 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch. Ich zähle mit, so gut ich kann. Aber am besten ist, ihr konzentriert euch natürlich selber darauf, um ein bisschen im Geiste mitzuzählen. 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch, 3-mal über ein Beat. Let's go, DJ Pete. Wer soll anfangen? Alle Hände. Geht schon, alle Hände. Yeah, alle Hände. Let's go. Keine Fakt, was du sagst, Menschenmengen, schau mich an, denk mir euch danach. Du bist in meinem Weg getanzt, hab dir tausendmal gesagt, ich verliere den Verstand, wenn du dich in meine Quere wagst. Bin der Erste, der dir sagt, Bitch, bitte zieh dich an, hab die Fotzen satt, die nur da sind, um Cox zu entspannen. Ah, und du Pseudo-Freund, spring vom nächsten hochgewollt. Ja, erste Runde, du bist hier gleich mal zerlegt. Ja, ich hau dir auf die Presse, so wie Tierster Dr. Dave. Wie neu da was geht, yo. Ich wohne in Graz, doch ihr liebt mich, dann schaut mich an. Ich bin sympathisch, so wie seine Mom, wenn sie im Park wieder mein Arsch fickt. Für einen Zehner Gras, diese fucking Schlampe kommt jeden Abend zu mir. Sie gibt mir Blowjobs, hält zu dem P, yo. Hör mal, wie ich flow kommt. Hey. Deine Mom fragt, wieso liegt hier Stroh? Ich gebe keine Fuck, ich sieg fix sie in den Po. Gebe keine Fuck und sie brennt lichterloh. Menschenmengen schauen mich an. Mighty Mo,
Ah, fuck, wo ist er? Gebe keinen Fuck, ficke nicht seine, deine Sister. Ah, gebe keinen Fuck, du schaust dich an. Schaust mich an, ich sag bitte nach. Hey, halt die Fresse, Alter, du bist mein Groupie. Du fickst nur in die Ärsche, weil du schwul bist. Ganz normal, Digga. Ich hab deine Mom gefickt, doch nicht in den Arsch, sondern in die Fresse. Und Fotze, ich bin der Beste hier, Alter. Komm halt mal deine Goschen, Alter. Ich zeig dir eins, diese Lines haben getroffen, Bitch. Und ich brauch nicht zu wiederholen. Dein Vater sieht aus wie die Tabolen, du Hurensohn, Bitch. Hey, was? Ich schwebe durch die Sphäre. Ah, ich blick auf dich herab und seh nur Elend. Was hast du aus dem Rap gemacht, der dir das Leben gegeben hat? Die Lebensenergie, die mit den Fehlern in uns fließt, hast du satt. Lass dich bitte töten vor dem Hass. Tasten im Schrank, dafür in den Augenteller. Die Welt dreht sich schneller. Barrikaden öffnen sich, vom Klink zu Klang. Köpfe ich dich, ich heule mit dem Wölfen. Treu zeigt mir deine Töne. Ich fick deinen Part, Alter, halt die Baffen. Ich würde zwar gern kontern, aber hab ihn nicht verstanden. Ja, Mutterficker, hör auf zu grinsen. Was bist du, fucking Prinz? Spiel für Arme, du Fixer, mehr nicht, Alter. Ich bin hoch explosiv, nicht der Beat fickt mein Flow, sondern mein Flow fickt den Beat, Alter. Wenn willst du battlen, du Spaß. Ich komm aus Graz und verkriegst du mir von Schell etwa Bass. Aus! MCs, gebt euch Respekt, Alter! Sehr schön! Auf jeden Fall ein sehr gutes erstes Battle. Ihr könnt es jetzt entscheiden. Vorhin haben wir das mit Lautstärke gemacht. Jetzt machen wir das mit Lautstärke und Händen. Ganz besonders die Hände, weil so können wir das viel besser bewerten. Unser Gremium guckt euch auch auf die Finger. So, zeigt mir eure Hände für den MC, der angefangen hat hier in diesem Battle. Für den MC auf meiner rechten Seite für Camus. Zeigt mir eure Hände, wenn ihr nachgelegt hat hier in diesem Battle. Auf meiner anderen Seite für El Pone. Lieber. Klare Sache, das Gremium sieht das genauso. Herzlich willkommen im Halbfinale, El Pone! Rapper Mittwoch in Wien, die achte Saison. Wir kommen zum ersten Vorrunden-Battle. Wir hatten hier El Pone, wir hatten Camus. Die beiden haben das Ganze hier ins Rollen gebracht, die achte Saison. Am Ende konnte sich El Pone durchsetzen. Meines Erachtens nach, aufgrund der Souveränität auf dem Beat, so, du hast, glaube ich, diesen Boom-Bap-Faktor, so, du hast auf jeden Fall gezeigt, dass du auf dem Beat dich wohlfühlst. Wie war das für dich vor so einer großen Crowd-Battle, erstes Mal Rapper Mittwoch, wenn ich mich nicht irre? Ja. Genau, erzähl mal ein bisschen. Ja, wie soll es sein? Also Bühnenerfahrung habe ich, aber nur auftrittmäßig und vor so vielen Leuten zu battlen und das noch Freestyle ist halt dann doch komplett andere Dimension, ja, auf jeden Fall. Und ja, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Und ja, dann wird wieder abgerissen. Aber nächstes Jahr dafür richtig. Das, so muss das sein. Wir kommen auf jeden Fall wieder, aber vorher sprechen wir nochmal mit Camus. Wie war das auch für dich so? Du kommst ja hier aus Wien, du kennst auch die anderen Plattformen, die unterwegs sind. Rapper Mittwoch ist ein bisschen größer vom Kaliber als 30 jetzt zum Beispiel. War das für dich anders? Bist du anders ans Battle rangegangen? Warst du nervöser? Wie war das für dich? Ja, also prinzipiell, ich war ziemlich nervös. Wobei, man muss halt bedenken, dass heute 300 bis 400 Leute da waren. Gestern war ich auch beim Dreistil, das war mein erstes Rap-Battle, da waren so 20, 30 Leute und das sind halt so verschiedene Dimensionen. Aber ich habe mich gleich gut auf beide Battles vorbereitet, weil das eine Battle war gestern, das eine Battle war heute. Und sprich, ich habe mich einfach genau gleich vorbereitet. So. Ein bisschen Nervosität war schon da, aber so im Großen und Ganzen so bin ich eigentlich stolz, dass ich aus der Sapper weiterkommen bin. Die erste Runde verkackt, was soll's, aber beim nächsten Mal wird's erfickt. Genau, nach dem Battle ist vor dem Battle, das kennen wir. Schaut euch den Rest an. Zu dir komme ich dann direkt danach. Ich spring dann gleich rüber. Ziehst du erstmal die zweite Runde, eine links, eine rechts. Ja. So. Ladies and Gentlemen, wenn ich die Namen nenne, bitte ich um ordentlichen Applaus. Serious gegen Toast for me! Toast for me, Serious. Du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Faust. Toast for me soll anfangen. Komm mal ein bisschen hier schön nach vorne, hier in die Danger Zone. Yo, das kann manchmal passieren, wenn das eine Weile rumsteht. Da muss man wieder drücken. Mal ganz kurz. Yo. Deins okay. Ist auch an? Test. Ja, schön. Er soll anfangen, habe ich das richtig verstanden? Genau. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über ein Beat. DJ Pete, Hände hoch, Wien. Oh, DJ Pete. Verdient er nicht ein bisschen Lärm, unser DJ?
go! Yeah. Alles klar, ich muss das gerade mal erfinden. Ja, verdammt, ich bin der Einäugige unter den Blinden. Was geht ab? Die sind alle voll behindert. Und du vor allem auch, du merkst, dass das gerade keinen Sinn hat. Ja, verdammt, ey, du bist jetzt gerade ziemlich pünktlich. Er ist hier, damit die Behindertenquote auch erfüllt ist. Ja, verdammt, serious, ernsthaft, nicht wirklich. Verpiss dich von der Bühne, man will dich haben, aber hier nicht. Digga, was geht ab? Geh jetzt mal krass scheißen. Deine Stimme ist dünn, da kann sich dein Bauch eine Scheibe vom abschneiden. Halt die Fresse, du dummer Spastiker. Deine Stimme ist dünner als Kinder in Afrika. Halt doch mal die Fresse, Mann, Delivery kennst du nicht. Halt doch mal die Fresse, mein Shit ist heller lit. Was willst du denn machen, Digga, du bist Favorit. Aber auf diesem Beat bist du einfach mal besiegt. Change. Ey, yo, Digga, du bist behindert, rassistisch, weiß Bescheid. Gegen dich sind afrikanische Kinder reich. Yo, verdammt, ich hab für dich kein Interesse. Du bist minder, bin mittel, scheiße, kannst nicht flowen und auch nicht rappen. Ey, verdammt, ich kann den Übelst hier nicht fassen. Bitte den mal ernsthaft diese Bühne zu verlassen. Ja, okay, ich will jetzt gerade noch eines draufzugeben. Ich verstehe nicht, warum er anfängt, Zeug mir eine Chance zu geben. Change. Digga, was geht ab? Ich fick dich heute, Bro. Dir bist ein Penner. Hier hast du einen Euro. Also halt doch mal die Fresse, was geht bei dir ab? Über deine Lines hab ich nicht mehr nachgedacht. Was willst du denn machen, Digga? Du siehst aus wie ein Penner. Halt doch mal die Fresse, er ist der next Uri Geller. Denn bei ihm ist alles fake, wie auf der Lapparade. Du bist Hustle, okay? Ich fick dich bis zum Handelsgeld. Hey, yo, Digga, man kann's nicht abstreiten. Den Euro brauchst du dringend, deine Mama zwei Wochen für gearbeitet. Ja, verdammt, man kann ihn gerade hinten reinschieben. Diesen Typen kann man gerade wieder einfach kleinkriegen. Ja, verdammt, ich muss dich wieder mal fragen. Warum hat deine Mutter mir für einen Euro einen geblasen? Ja, verdammt, ey, du kannst nicht rappen und nicht singen. Und alle Hände hier waren schon in deiner Mutter drinnen. Change. Was für meine Mutter? Du laberst nur Kord, wie willst du meine Mutter ficken? Die Alte ist tot! Also halt doch mal die Fresse, Retalk und Delivery. Ficke dich zurück in die Kinderindustrie. Was willst du denn machen, Digga? Du bist nur so Hammer, gay. Ich ficke deine Mutter, ja, dann tanzt ihr Harlem Shake. Also halt die Fresse, du bist nur ein Naria. Ich hab vorher schon gesagt, remember, du bist ein Spastiker. Aus, MCs, gebt euch Respekt! Sehr schön. So, ihr könnt das wieder entscheiden, wer jetzt von den beiden im Halbfinale stehen wird. Zeigt mir eure Hände, wenn MC hier auf meiner rechten Seite, der angefangen hat zu rappen, für Toast for Me. Zeigt mir eure Hände, wenn MC danach gelegt hat, hier auf der anderen Seite für Serious. Toast for Me ist eindeutig weiter im Halbfinale. Herzlich willkommen, Mama Lärm. Wir kommen zum zweiten Vorrunden-Battle. Wir haben hier Toast for Me, wir haben hier Serious. Richtig ausgesprochen? Serious, genau. Die haben sich das zweite Vorrunden-Battle geliefert. Am Ende hat Toast for Me sich durchsetzen können. Was mich immer brennt, interessiert, ist die Frage, Toast for Me, warum, Alter? Aber das kennen wir ein andermal wahrscheinlich. Du hast dich durchsetzen können. Wir waren auch gestern beide bei Dreist. Also bei Dreist seid ihr auch immer ziemlich aktiv. So, wie war das jetzt für dich mal? Größter Rekord, du warst letztes Mal schon dabei. Erzähl mal ein bisschen. Es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl auf der Bühne vor einer größeren Crowd. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert, auch die ganze Crowd. Und ich sah das ganze Battle auf Augenhöhe, wenn ich ehrlich bin. Vor allem der 1 Euro Lern hat geflasht. Andere Stilistiken. Also ich finde, genau, du warst so richtig aggressiv, du hast so geschrien. So. War vielleicht nicht so das richtige Stilmittel. Erzähl du mal ein bisschen. Ja, also ich habe mir gedacht, so, ich habe Toast ja schon mal gebattelt, da hat er mich rausgeschmissen. Das war eines meiner schlechtesten Battles, zu meiner Meinung nach. Ich glaube, er sieht das immer anders. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, Toast, da muss ich jetzt so was anderes auspacken. Natürlich, gestern bei 3-Stil wirklich schlechtes Battle gehabt, gechoked und was weiß ich. Da bin ich heute mit richtig Hunger reingegangen. Ich habe mir gedacht, okay, Toast, mit seinen Punches, da muss man auch gegenwirken. Und ich habe alles auf Aggressivität gesetzt und ja, hat halt halbwegs funktioniert beim halben Teil, aber die Mehrheit war für Toast. Ja, find ich, manchmal. Finde ich auch zu Recht, also krasser Typ immer noch. Das auf jeden Fall, das haben wir auch gesehen. Nicht immer das beste Stilmittel, Aggressivität mit Punchlines zu kaschieren oder andersrum. Was sagt ihr zu dem Battle? Schreibt es in die Kommentare und guckt auf jeden Fall die nächsten Battles. So, kommen wir zum nächsten Match. Ich hab dich nicht vergessen. Ich hab dich nicht vergessen. Jetzt bist du dran. So, eine links, eine rechts. Ich hab leider nicht so lange Arme. Du musst dich ein bisschen... Yeah. Oh. So, eine von da und eine von da. Jupp. Nicht so einfach. So, Ladies and Gentlemen, bitte macht mal Lärm. Schema gegen TK! Schema, du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Schema soll anfangen. Kommt mal hier ein bisschen schön nach vorne, damit man euch sehen kann. 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch hier in der Vorrunde. DJ Pete, let's go!
Wo sind eure Hände, Bros? Yo. Wo sind eure Hände, yo? Okay. Yo. Yo. Let's go. Was geht ab, schau mich nicht fortsetzen sein. Ich ficke mehr Mütter als JBG3. Mann, schau mich an, Mann, ich ficke diesen Spossen. Ja, Mann, ich werde ihn einfach so weglassen. Yo, Mann, ich frag mich, wie kann man so gay sein? Wenn ich ihm ins Gesicht spritz, nennt man das dann FaceTime? Yo, shit, Mann, ich fick diese Fotze. Ja, ich weiß genau, es kann MC mir trotzdem. Ja, Mann, du rappst und du denkst, du wärst cool. Alter, ich hab die Kollegah-Statur. Yo, absuche ich dich hier wieder mehr ab mit dir. Yo, was bist du für ein hässlicher Lappen? Ja, Mann, okay, ich werde dich ja wegklatschen. Oh, das ist Battle Rap, du hast hier vorgeschriebene Lines. Ja, Mann, du sollst hier Freestyle. Change. Du, Rap passt nicht wie ein Zigo in Maybach. Passt nicht wie Rapper Mittwoch am Freitag. Was geht ab, Mann? Du wirst hier weggewichst. Ja, Mann, ich hab deine Bitch weggespritzt. Ja, scheiß drauf, mir fällt nichts mehr ein. Ein bisschen Double Sign, ein bisschen Freestyle und steck ihn rein. Was geht ab, Mann? Mann, ich fick diese Spasten. Ich bin cool, aber gehör nicht zu den Arzten. Yo, deine Mutter ist so sehr am Blauen. Gestern lutschte sie mir ein im Stephansdom. Yo, ich mach dich auf diesem Beat hier kalt und vergrab die Leiche im Wiener Wald. Yo, Rap hier in Simmering. Alle jubeln, denn ich bin hier der King. Yo, und er trinkt ein Otterkringer. Du bist Freestyler, du bist weiter. Das war von UGZ, also geh jetzt Heimfahrt. Was geht ab, Mann? Ich bin so cool, aber scheiß drauf, ich schicke dich jetzt bis nach Kapul, ja. Ja, Mann, ich ficke diesen weg. Habe nur Ahnung, was du tust, aber du bist ein Fixfleck, Mann. Ich check jetzt nichts, Mann, du wirst hier weggewickt. Schau mal, dieser Typ und ich hab die besten Skills. Yo, das war mein erstes richtiges Battle. Jetzt hat mich jeder hier auf dem Zettel. Oh, alles läuft hier rund, ja, Mann, okay, ich ficke deine Mutter bunt. Mir egal, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich bringe, scheißegal, weil sie nicht alle dope finden nach dem Battle. Hat deine Mutter Kummer und du kriegst nachher meine Nummer. Aus, MCs, gebt euch Respekt. Gebt euch Respekt. Es war ein interessantes Battle. Kommt an die Seite, ihr könnt das wieder entscheiden. Zeigt mir rein, ob MC, der angefangen hat, hier auf meiner rechten Seite für Schema. Zeigt mir rein, ob MC, der nachgelegt hat, hier auf meiner linken Seite für TK. Schon mehr Hände hier gesehen. Aber es war ein bisschen auch... Warten wir mal ganz kurz. Also, ich habe eine Tendenz gesehen, aber vielleicht ja. Ist es... Ich frage lieber nochmal. Ich glaube, es gab auch... Ganz kurz. Ja, aber... Das kommt doch erst im Halbfinale dran, Bro. Ich frage erstmal ganz kurz. So, Homies, hört mal ganz kurz zu. Die Situation ist folgende. Ich habe gesehen, einige so waren unentschlossen, so, ne? Die sind nicht zur Wahl gegangen, ja? Das bringt uns jetzt in der Situation nichts. Ihr müsst euch für irgendeine Seite entscheiden, wo ihr ein bisschen mehr Potenzial seht. Hilft uns auch nicht, wenn ihr für beide Hände in die Luft hebt, ja? Sondern entscheidet euch für eine Seite, damit wir wirklich eine etwas deutlichere Tendenz versuchen zu erkennen. So, zeigt mir rein, damit ihr seht, auf meiner rechten Seite, hier Schema. Zeig mir rein, wenn sie danach gelegt hat, auf der linken Seite TK. Ist schon unentschieden, so, ne? Vier Takte. So. Freut uns sehr, dass es euch im A Cappella so gefällt. In der Regel ist es wirklich bei uns in den Statuten so festgelegt, dass man in so einer Situation eigentlich einen Viertakte-Schlagabtausch machen würde. Aber wir sind nicht unbeweglich. Ja? Oder wir sind flexibel. Wie sieht's aus? A Cappella zwischen euch beiden? Jeder so 20 Sekunden? 20 Sekunden? So, kurz mal eine kleine... Alles klar. So, vorhin durftest du die Münze entscheiden, jetzt du, Faust oder Ficker? Faust. TK soll anfangen, du hast jetzt so 20 Sekunden A Cappella. Im A Cappella ist alles erlaubt, ja? Mixed Martial Bars, Freestyle-Texte, Punchlines. Alles, was in deinem Kopf jemals vor sich gegangen ist, kannst du hier raushauen. Let's go. Ich sag mal jetzt alle ruhig.
Yo, das ist mein allererstes A Cappella und trotzdem wünscht er sich jetzt schon den anderen Gegner. Yo, okay. Mann, deine Alte ist so eine Bitch. Was willst du eigentlich hier mit deinem hässlichen Mondgesicht? Und vorher laberst du von FaceTime, deine Alte ist eine Crackshow. Jeden Abend mache ich mit ihr sexy Camshow. Okay, change. Jo, was geht ab? Ich hab zwar nichts A Cappella, aber du bist mein Sohn und ich dein Samenspender. Yeah. Yo, yo. Ah. Yo. Yo, weißt du, dass du bei diesem Battle sterben kannst? Wir beide haben eines gemeinsam. Wir beide haben einen Pferdeschwanz. Yo. Yo, noch eine Line. Ah. Ich bin der Einzige hier. Ich schaue aus wie ein True Schooler und du wie der allerschlechteste YouTuber. So, so, dann würde ich sagen, Time an der Stelle. Gebt euch Respekt, jetzt könnt ihr das auf jeden Fall korrekt entscheiden. Ich denke, eure Intuition war richtig, das hier im A Cappella zu machen. Respekt dafür. Zeigt mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat mit dem A Cappella für TK. Zeigt mir eure Hände, die ihr danach gelegt habt im A Cappella für Schema. Dankeschön. Klare Sache, herzlich willkommen im Halbfinale, Schema. So, wir kommen zum dritten Vorrunden-Battle. Wir haben hier Schema, wir haben TK, wir haben hier also Leute, die sich in der Cypher durchgesetzt haben, gerade in der Qualifikation auch. Das seht ihr dann später bei Facebook oder schon. Schema, Alter, ich kenne dich von Dreistil. Du bist mir direkt ins Auge gefallen, du hast Feuer, du hast Ausstrahlung, du bist groß, du hast so eine Wirkung. Aber im Freestyle habe ich so das Gefühl gehabt, dass du so die erste Runde on fire bist und dann immer so ein bisschen einknickst. So, da fehlt wahrscheinlich einfach die Routine. Erzähl ganz kurz, wie das so ist, auf so einer großen Bühne zu battlen und generell, wie viele Battles du so erfahrungsmäßig auf dem Buckel hast. Ich habe insgesamt 3 Battles bei 30, also das war das dritte Battle mit dir. Jetzt habe ich mein 4. erste Mal bei RAM. Und es war krass auf so einer großen Bühne. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung auf so Bühnen, wegen mit Musik und so. Aber es war wirklich krass und die Crowd war echt geil. Und ja, ich hatte halt manchmal beim ersten Freestyle konnte ich mir noch kurz was überlegen vom Battle. Also eine Punchline. Und dann war ich so nervös bei den ersten Battles. Da ging einfach nicht mehr so viel. Aber glücklicherweise hat sich das dann gelegt und dann sind einfach die Reime gekommen zum Glück. Da ist man dann irgendwann drin. Für dich war es ja auch so, du warst schon ein bisschen mehr so drinne, so warm gerappt, weil du auch in der Cypher schon gebattelt hast, in der Qualifikation. Wie war das dann für dich, so wirklich auch in einem Battle zu stehen, wo du weißt, da geht's um was? Und erzähl ein bisschen. Ja, also für mich war das heute zum ersten Mal, dass ich überhaupt Rapper gebattelt habe. Ich habe sonst immer mal ein bisschen mit Freunden gefreestylt, aber halt auch noch nicht so richtig. Von dem her war es ein richtig krasses Gefühl. Und aber sobald dann eben mal die erste Crowd-Reaction kam, das feuert an, dann leckt man Blut und dann ist man halt richtig drin und will mehr. Ja, das hat man bei dir gesehen. Du hast dich sehr viel bewegt auf der Bühne, du hast es aufgenommen, was die Crowd zurückgegeben hat. So. Am Ende würde ich sagen, verdienter Sieger so, weil du hast fürs erste Mal hast du dich auf jeden Fall sehr gut geschlagen und auch durchgesetzt. Muss man auf jeden Fall Props für geben. So. Kann man sich mal ein Beispiel nehmen? Also wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann macht's einfach, weil nur so funktioniert's. Bis dann. Zu dir. Es ist eigentlich klar, weil es sind eh nur noch 2 Zettel, aber den du als ersten vorliest, der darf die Münze entscheiden. Und das kann manchmal alles ändern. Ladies and Gentlemen, bitte macht mal Lärm für Fresh Tony gegen Nicht Sicher. Komm mal ein bisschen näher. Fresh Tony, du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ist beides cool. Ficker. Ja, manch einer wird gefickt oder kriegt die Faust. Hängt ganz davon ab. Er soll anfangen. Gut. So. Kommt mal ein bisschen näher hier. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Fresh Tony, du beginnst. Let's go, DJ Pete. Wo sind eure Hände, Wien? Das sind hier die freshen Beats. DJ Pete, dicker Fresh. Let's go. Okay, nice Brille, man sagt. Nice Brille, meine Ansagt, ich brauch auch Dioptrien. Doch bevor ich eine Brille trage, fang ich lieber an zu schielen. Was machst du hier, das ist nicht die Meisterschaft von League of Legends. Dachtest du wirklich, dass du es gegen mich einfach hättest?
Ich komme zu dir rüber und ich sage, man verpisse dich, weil ich weiß, du bist lächerlich. Und in der zweiten Line bist du dann raus und ich sag kein. Boah, das war sehr schwer mitzuzählen, weißt du, da warst du ein bisschen rüber. Yeah, yeah, guck, mein Gegner ist jetzt angepisst. Er will Frauen aufreißen, die Hosenhaut aufgestrickt. Was für Schwuchtel jetzt? Ich fick die weg, du hast überhaupt nichts auf der Bühne verloren. Gib mir Hand jetzt. Ich komm aus dem Mostfield, das ist noch richtiger Rap. Du machst nur irgendein Scheiß mit geschriebenem Text. Also fick dich, du kleiner Spaß, du überhaupt nichts, Alter. Dir fällt einfach heute zu Docs, du sagst, der liegt blech. Warte, ich glaube, ich hab dich schon mal gesehen, wir waren mal fort. Nein, warte, Zivilist, ich war der Behindertentransport. Also jetzt ist sagt der Mord, ich komme zu dir. Guck mal, Fresh Tony ist der Scott. Ich hab in den Vitrinen die Trophäen. Du glaubst, du kannst mich berühren, aber du kannst dich nicht bewegen. Du kommst aus Mostviertel, ja, ich komm im Chiller-Rap. Guck mal, ich kann auch diese behinderten Akzent. Ja, Alter, was wolltest du vereben? Hilfe, bei uns nennt man das sozusagen Lebenshilfe. Du kleiner Wichser, verpiss dich weg. Du glaubst, du kannst mich battlen, Alter, du Penner, lass den Dreck. Ich bin Bauer und ich steh dazu. Ihr zeugt Früchte, Alter, die kämen aus der Natur. Und was machst du? Du machst überhaupt nichts. Das Einzige, was du schaust, sie sehen, wie du drauf fliegst. Hey. Ah, es change jetzt, es ist noch nicht aus, denn ich komme jetzt und ich sage dir, warum muss ich gegen den Battler? Er kauft sich am Homeweg beim Biller, dann Full Speed und danach trifft er sich mit den Gegnern, schreit Heil Hitler. Ich bin aus dem Ostviertel, fick dich und verpiss dich. Noch zwei Takte? Ich hab noch zwei, hab es fast verpasst. In der yeah, Gegner, Alter, hey komm, fick dich. Was redest du gegen mich, Alter, mit verpiss dich? Was redest du, Alter, mit Hitler und Siegheil? Am besten, Alter, du hockest heim, Alter, flieg dich, weil ich weiß ganz genau, Alter, dass du gar nichts kannst. Du redest zu mir Nazi, Alter, ich hab Freunde, Alter, die sind Ausländer, verdammt. Also fick dich jetzt, Alter, mach mich nicht fertig, Alter, weil das die Lebenseinstellung ist. Aus, MCs, gebt euch Respekt! Ah, nice, nice! Hast du was, der Typ, gegen den ich am wenigsten... Nur so kurz. So, bei meinen Berliner Jungs habe ich auf jeden Fall so ein paar Fragezeichen gesehen, so. Ihr habt Hauptsache alles verstanden. Ja, dann Simmer... Just Mondo Trap, just Mondo Trap. Dann Simmer zufrieden, ja? So, Freunde, ihr könnt das jetzt entscheiden. Du hast angefangen, richtig? Er hat angefangen. Zeig mir mal rein, wenn du hier, der auch angefangen hat auf meiner rechten Seite für Fresh Tony. Zeig mir rein, wenn er nachgelegt hat, hier auf meiner anderen Seite für Nicht Sicher. Ja. Premium, sieh das genauso. Herzlich willkommen im Halbfinale, Nicht Sicher. Du bist auf jeden Fall weiter im Game. So, wir kommen zum letzten Vorrunden-Battle hier aus Wien. Das erste Mal, die achte Saison, der Saisonauftakt. Wir haben hier Nicht Sicher, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Und wir haben Fresh Tony, den man auch hier in Wien schon kennt, von Battles wie Dreistil zum Beispiel. Du konntest dich letztendlich durchsetzen. Und ich muss gestehen, ich war ja im Gremium mit den anderen Jungs. Ich habe wirklich fast gar nicht verstanden, was du gesagt hast. So, das Problem habe ich bei anderen Battles hier in dem Land auch. So, ist das so ein Punkt, den man hier so fahren kann, dass man einfach so den typischen Dialekt, die Sprache auspackt, damit die Leute das so verstehen und auch würdigen wahrscheinlich so, weil du sprichst ja dann in dem Battle eher Hochdeutsch. Erzähl mal ein bisschen, wie du das aufgenommen hast so und auch wie die Reaktionen sind auf der Bühne, wie das Feeling ist. Erzähl ein bisschen. Ja, ich probiere einfach das, was wer andere als Hochdeutsch verfasst, probiere einfach als Konter zu entspiegeln. Und ja, bei uns spricht man Mundart, das ist eben die Sprache, was bei uns bekannt ist und man kann es vergleichen mit Bayern, Deutschland. Aber ich finde einfach, ich wollte das einfach rüberbringen. Ich habe vorher extrem wirklich Nervenrasen gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was ich eigentlich sagen soll. Und wie gesagt, das erste Mal auf der Bühne war. Aber ich habe mich gefreut, ein lebender Gegner, es hat voll gepasst. Das war einfach ein cooler Abend und ich freue mich, irgendwann wieder mal mitzumachen. Das ist schön, verstehe ich. Bei dir habe ich immer den Eindruck, du strotzt vor Energie. Wenn der Beat anfängt, dann fühlst du das. Ja. Aber die Energie, die du in die Beats und in die Bewegung und Delivery steckst, steckst du nicht so in die Lines. So, das ist so meine Einschätzung. Erzähl du mal ein bisschen, ob du das bestätigen kannst, auch vielleicht, ob es vielleicht der Druck ist, vor so einer Crowd zu rappen. Wie hast du das aufgenommen? Also, da muss ich dir schon recht geben. Ich habe viel Energie, bin auch geladen. Das Problem ist eigentlich mehr, dass ich mich überhaupt nicht mit Deutschrap beschäftige in meiner Rap-Zeit und schon gar nicht mit Battlen, sondern ich mache Musik, bringe auch Lieder raus, aber eigentlich nur auf Englisch. Und dann sind aber immer so die Freunde und die Liebe zur Muttersprache, die mich dann immer zurücktreiben zum Battle-Rap. Und ich glaube, bei mir ist es die mangelnde Übung, schätze ich. Ja,
Ja, die Routine macht es natürlich so. Ihr habt ja auch nicht so viele Möglichkeiten hier, glaube ich, in Wien so und auch in der Umgebung. Ja, ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen für die Vorrunde. Man muss immer motiviert sein, man muss natürlich üben. Und ich glaube auch, dass das das erste Rapper-Mittwoch-Battle ist, wofür wir Untertitel im Interview brauchen. So, weil, aber die Liebe zur Muttersprache, die macht es am Ende aus. Schaut euch den Rest an.